Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video etwas zu Zeichenketten und Zeichenkettenfunktionen in der Programmiersprache Python sagen. Wie wir hier gleich mal zum Start dargestellt haben, können wir in Variablen auch Zeichenketten definieren. Das heißt, wir weisen der Variable, also in diesem Fall MyString, einfach durch das ist gleich eine Zeichenkette zu. Die Zeichenkette kennzeichnet sich dadurch, dass sie durch Anführungszeichen eingeschlossen ist. Also am Anfang ein Anführungszeichen, danach diese Zeichen, die dann die Zeichenkette beinhalten soll und abschließend auch wieder ein Anführungszeichen. Und das ist eine einfache Variable mit einer Zeichenkette, die wir dann später auch verwenden können. Mit dem Print könnten wir diese auch ausgeben. Wir führen das Programm aus und Sie sehen, es wird die Zeichenkette einmal ausgegeben. Jetzt sieht die Zeichenkette vielleicht relativ einfach aus und man fragt sich, ob man auch Leerzeichen in die Zeichenkette hineinschreiben kann. Das geht tatsächlich. Wir könnten auch so etwas schreiben. Auch Sonderzeichen sind erlaubt. Und das können wir jetzt auch wieder ausführen und die Zeichenkette wird uns ausgegeben werden. Sie sehen, alles wird ausgegeben, inklusive der Leerzeichen und der Sonderzeichen, die wir eventuell anfügen. Bei Python gibt es bei der Definition von Zeichenketten eine kleine Besonderheit. Wir können diese Zeichenketten nämlich auch über mehrere Zeilen definieren. Das heißt, wenn wir eine so lange Zeichenkette haben, dass sie nicht auf eine Zeile passt, dann nehmen wir einfach ein spezielles Trennzeichen. Das Trennzeichen ist der Backslash und wir schließen dann nicht mit den Anführungszeichen ab, sondern wir gehen auf die nächste Zeile und setzen dort unsere Zeichenkette fort. Wir haben vielleicht so viele Zeichen, dass wir noch mehr fortführen müssen. Und am Ende schließen wir durch die Anführungszeichen ab. Jetzt können wir den Programmcode wieder ausführen. Und Sie werden sehen, dass die Variable jetzt zusammengefügt dargestellt wird. Hier unten ist es zu sehen. Die Variable mit dem Inhalt, mit den einzelnen Zeichen, wird dargestellt als eine zusammengesetzte Zeichenkette. Und nun könnte uns vielleicht interessieren, wie lang diese Zeichenkette ist. Oder wir möchten vielleicht eine bestimmte Zeichenkombination finden. Oder wir möchten eine Zeichenkombination ersetzen durch eine andere Zeichenkombination. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie man mit Zeichenketten arbeiten kann, aber vielleicht zunächst mal diese drei einfachen Varianten: Länge ermitteln, etwas finden und etwas ersetzen. Wir können die Länge einer Zeichenkette ermitteln, indem wir die Funktion len benutzen. Und wir legen hier für diese Länge eine neue Variable an. Ich nenne die mal Länge der Zeichenkette und wir weisen dieser Variablen den Wert aus der Funktion zu, aus der Funktion len für length. MyString ist die Variable, die wir hineingeben und wir lassen uns das Ergebnis dieser Längenermittlung ausgeben. Wir fügen einen Text zur Ausgabe ein. Anschließend durch Komma getrennt die Variable, die wir ausgeben möchten. Länge der Zeichenkette. Und wir führen das aus und bekommen dann die Länge der Zeichenkette ist 98. Danach wird die Zeichenkette ausgegeben und diese hat offenbar 98 Zeichen. Jetzt könnten wir auch daran interessiert sein, einen bestimmten Teilstring, eine Teilzeichenkette in dieser großen Zeichenkette zu finden. Das können wir mit der Position find machen und die Position find müssen wir durch Punkt getrennt an den Variablennamen anhängen. Und bei dem finden oder nach dem finden ist das Ergebnis, was zurückgegeben wird, die Position. Und diese Position müssen wir noch einer Variablen zuweisen, eine Variable, die dann sozusagen das Ergebnis dieser Funktion find aufnimmt. Und mit dieser Variablen beginnen wir auch in dieser Zeile. Wir schreiben Position ist gleich die Variable .find und wir schreiben auf
welche Zeichenkette gefunden werden soll. Das hier ist das var und damit wird das erste Auftreten des var gefunden. Und um wirklich zu wissen, was hier für eine Position ermittelt wird, lassen wir uns mit dem Print wieder diese Position ausgeben. Und wir führen das Programm aus und sehen, dass die Position von var die Position Nummer 3 ist. Und da tritt wieder eine kleine Besonderheit auf, an die wir uns in der Informatik, in Programmiersprachen in den meisten Fällen gewöhnen müssen. Es wird nämlich begonnen mit 0 zu zählen und deswegen ist die Position hier die Position 3. Wir schauen einmal dazu in unsere Zeichenkette. Das E ist an der Position 0, das S ist an der Position 1, das Leerzeichen ist an der Position 2 und danach kommt das kleine W an der Position Nummer 3. Deswegen haben wir hier die dritte Position zurückgegeben als Ergebnis für unser Finden dieser Teilzeichenkette war. Und jetzt könnte es auch sein, dass wir nicht nur eine Zeichenkette in der Zeichenkette finden wollen, sondern dass wir vielleicht diese gefundene auch noch ersetzen möchten. Wenn wir ersetzen möchten, dann können wir die Funktion replace verwenden. Das wird ganz ähnlich passieren wie das Finden einer Zeichenkette. Und das Ergebnis dieser Funktion replace ist eine neue Zeichenkette mit der ersetzten Zeichenkette. Also schreiben wir zunächst den Variablennamen auf, den die neue Zeichenkette haben soll. Das ist jetzt hier in dem Fall newString. Dann die alte Variable oder die Variable, die wir bisher haben. Anschließend das replace. Und jetzt haben wir zwei Parameter, die wir eingeben müssen. Nämlich einmal das Wort, was wir suchen. Und zum zweiten das Wort, was wir hineinsetzen möchten, statt dieses ersten Wortes. Und wir können uns dann wieder das Ergebnis ausgeben lassen. NewString ausgeben lassen. Und am Ende lassen wir uns wie bisher auch die ursprüngliche Variable MyString ausgeben. Wir können wieder das Programm starten. Und wir sehen, dass zunächst mal das ausgegeben wird, was wir bisher hier aufgeschrieben haben. Und dann wird der Teilstring ersetzt. Schöne wird durch gruselige ersetzt. Ursprünglich ist es diese Zeichenkette, eine schöne Zeichenkette. Und das, was wir in NewString ausgeben, also vor dem Ausgeben der eigentlichen Zeichenkette MyString, davor geben wir die modifizierte Zeichenkette aus. Und Sie sehen, dass Schöne durch Gruselige ersetzt wird. So viel also in aller Kürze zu ein paar verschiedenen Funktionen, um mit Zeichenketten zu arbeiten, um die Länge zu bestimmen, um etwas zu finden in der Zeichenkette und um vielleicht auch etwas zu ersetzen. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Zeichenkettenfunktionen in der Programmiersprache Python, die hier nicht diskutiert werden sollen, zu denen es aber dann einen Link gibt, wo man diese finden kann.